Das spricht er jetzt wahrscheinlich auch an. Hier, und da hat er irgendwas mit TikTok-Gedings. Vielleicht mit ihren Short-Videos, das kann ich mir vorstellen, dass es darum geht, um Shorts. Moment, die am schnellsten wachsende Social-Media-Plattform und es ist kein Wunder. Immerhin wurde TikTok von mir entwickelt, das stimmt wirklich. Wie gewohnt kopiert wieder jeder das, was beim anderen funktioniert. Instagram und Facebook haben das Stories-Feature von Snapchat kopiert. Instagram wollte mit IGTV YouTube nachmachen und eigentlich macht jeder gerade das, was TikTok macht. YouTube muss aber mal wieder aus der Menge herausstechen, ja, und zerstört vielleicht mit dem neuen Update all das, wofür YouTube eigentlich stand. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Und ja, herzlich willkommen zurück mit Besten zu einem Aufgangs. YouTube, ihr habt es richtig gehört, es geht um YouTube. Ja, YouTube möchte halt alles haben. Wisst ihr, was ich meine? Die möchten überall ihr Zeug haben. Und das halt auf Krampf. Das ist halt ein bisschen schade. Weil YouTube soll doch eigentlich für qualitativ geile Videos stehen, nicht für so kurze Scheiße. Ich glaube, jeder, der schon ein paar Jahre auf der Plattform unterwegs ist, der weiß, dass sich das Leaderboard so über die Zeit ein bisschen von seinen Usern abgekapselt hat. 2017 hat das alles so ein bisschen ins Rollen gebracht. Da hat PewDiePie ein Video hochgeladen, wo er zwei Typen bezahlt hat, dass sie antisemitische Sprüche auf ein Schild schreiben. Ich habe das mal ein bisschen zensiert nachgestellt. I like the editing. Subscribe to GameStar. War jetzt vielleicht nicht die beste Idee, sowas zu posten, es war einfach nur als Scherz gemeint. Meine Güte, okay, YouTube hat ein paar Werbepartner verloren und das hat Auswirkungen, weil YouTube ist einfach eine Firma, die wollen auch Geld machen und deswegen kam die sogenannte Adpocalypse. Das bedeutet, YouTube ist hergegangen und hat gesagt, zack, na, ab heute machen wir es so, du bist nicht mehr monetarisiert, das ganze Genre von Content ist nicht mehr monetarisiert, so viel Content wurde eingeschränkt und das... Ja, plus die Aktion von Logan Paul, ne? Ich glaube, nach Logan Paul war das dann nochmal so extrem krass. Dass sie dann dieses Entmonetarisierungs- und dieses Monetarisierungssystem eingefügt haben. Das war da hier, wo er diesen Toten gefilmt hat. Und, in diesem japanischen, ich glaube, es war ein japanischer Wald, ne? Da war es sogar schon ABK zweimal oder einmal, weiß ich gerade gar nicht. Und da hat sich jemand da hangen und der hatte das einfach gefilmt. Ja, moin. Sollte man sich eigentlich denken, naja, ist eigentlich kein großes Problem. Sollen die YouTuber halt einfach zensierten Content hochladen, beziehungsweise einfach family-friendly Content, aber das Problem ist, YouTube weiß halt selber nicht mal, was die wollen. Mein Lena Glams Video war für die ersten 100.000 Aufrufe nicht monetarisiert, dann haben sie es endlich überprüft und haben gesagt, ja, passt, das ist jetzt monetarisierbar, da schalten wir jetzt Werbung drauf und vor zwei Wochen kriege ich eine E-Mail, da steht drinnen, Digga, hallo, wie geht's denn dir? Dein Lena Glams Video nicht monetarisierbar. Ja, Bruder, jetzt ist mir eh schon egal, aber ich meine, komm, da war wahrscheinlich der DAZN-Praktikant am Berg. Bei mir übrigens umgekehrt bei einem Video zu Orange und Skurros und so. Mein Video ist nicht verfügbar. Warte ganz kurz. Es ist gerade ein Bug wahrscheinlich. Ich muss mal aktualisieren. Sehr weirde Sache. Vielleicht wurde ich jetzt auch 25 Mal gestrikt und mein Kanal geht nicht mehr auf YouTube. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall lädt es gerade eben 10 Jahre. Okay, gut, dann zeige ich es euch halt nicht. Ich wollte euch gerade eigentlich was zeigen, aber es funktioniert gerade nicht, weil die Seite gerade 5 Jahre lädt. Oder beziehungsweise nicht lädt. Okay. Das zweite Problem an der Sache ist... Warte, jetzt haben wir es. Warte. Das haben wir auch hier. Das Video war am Anfang gelb. Das war am Anfang gelb, dann war es grün. Und jetzt ist es wieder gelb. Und jetzt ist es gelb und ich habe dann aus Spaß, weil ich mir dachte, ey, jetzt haben die es gelb gemacht, habe ich auf Überprüfung anfordern geklickt. Und die haben Real Talk das Video manuell überprüfen lassen und haben es gelb geschalten. Obwohl es grün war. Die haben es einfach gelb geschalten. Haben mir dann noch ein Feedback gegeben. Und um ehrlich zu sein, will ich gar nicht dieses Feedback hier sehen. Aber ich schaue es mir jetzt an. Hier. Es wurden Videos eingeschränkt, für Werbung geeignet, eingestuft. Deine Inhalte müssen alle Richtlinien entsprechen, nicht nur deren, die auf dieser Webseite genannt werden. Pass auf. Und jetzt, das habe ich noch gar nicht gesehen. Das hier, also das hier ist jetzt ein Problem. Warte, machen wir jetzt mal 9 Minuten 15 bis 9 Minuten 35. Das hier. Anschließend wissen dann aber alle, dass Tanzverbot richtig explodiert ist, als er mitbekommen hatte, dass Lola von Orange Momage getroffen. Also, weil ich darüber rede und Tanzverbot im Video einblende, wie er gerade ausrastet, aber nichts passiert. Okay. Aufgrund von Gewalt. Hä, okay, ja gut. Das ist halt schon, ja, ich sehr krasse Gewalt gewesen, okay. Ja, nee, war sehr gewalttätig. Also wenn das schon für Gewalt zählt, naja gut, ich weiß nicht. Gut, okay, dann ist es so, dann ist es halt Gewalt.
dann tut's mir leid. Nicht monetarisierte Videos performen dann, viel, viel schlechter halt als monetarisierte Videos. Bestes Beispiel, mein Wings of Redemption Video, das war gelb. Ich habe es überprüfen lassen und es ist immer noch gelb geblieben, also nicht monetarisierbar. Die Zuschauerbindung, die Klickrate, die positiven Bewertungen, die Kommentare, alles hat einfach gepasst. Und trotzdem war es im Vergleich zu den anderen Videos ein kompletter Flop. Ja, wobei man an der Stelle sagen muss, das Thema ist nicht ganz so spannend. Ja. Also es ist jetzt nicht so ein Eyecatcher, wo ich gesagt habe, ey, da klicke ich direkt drauf. Aber ja, das zählt mit ein. Also ich merke das auch bei mir, wenn die Videos direkt gelb sind, dann werden die häufig gar nicht geklickt oder kaum geklickt. Wollt ihr damit übrigens nicht die Aufrufe klein machen? Der Support ist immer noch geisteskrank. Es geht nur darum, dass YouTube-Videos, die meine Community mehr feiert als normal, bewusst drosselt. Ähnlich wie eine Drossel. Aber ich sag's euch, wie es ist. YouTube ist, seitdem sie versuchen, so unglaublich werbefreundlich und so unglaublich family-friendly und so zu sein, richtig cringe. Man sieht es perfekt, wenn man sich die YouTube Rewinds anschaut. Falls ihr nicht wisst, was das ist. Einmal im Jahr droppt YouTube ein Video mit all ihren Creatern, mit den besten Ereignissen des Jahres, mit den heftigsten Fortnite-Tänzen des Jahres. Und da ist halt wirklich so, das ist einfach nur zum Spaß. Das ist nur so zur Unterhaltung, von wegen so, ja, könnt ihr euch noch erinnern, was da war? Und da musst du dich halt wirklich anstrengen, dass es nicht gut aufgefasst wird. Du musst einfach nur die heftigsten Momente des Jahres reinnehmen. Was würde ich reinnehmen? Wahrscheinlich Marvin's A Hole, Young Alpha 3 und den Insi-Modus. Pass auf, ich habe euch mal die Like-to-Dislike-Rate von jedem YouTube-Rewind rausgesucht. Und jetzt gib dir das. Das ist eine f***ing Ansage. Ich meine, 2019 haben sie es nochmal so ein bisschen abgefedert mit nur 9 Millionen Dislikes. Aber Bruder, was war 2018? Was, 20 Millionen? Also ich wusste, dass das viele Millionen, also ich wusste, dass es über 10 Millionen hat, aber 20 Millionen ist crazy. Da haben die ja nochmal in die letzten paar Jahre, haben die nochmal richtig viel dazu bekommen. Los, wir inspizieren, meine Freunde. Ja, it's rewind time. Quit horsing around. One thing this video needs. K-pop! Okay, Fortnite ist drinnen und es wird K-Pop gesungen. Aber der eigentliche Grund, warum das Video so viele Dislikes hat, ist, weil Dagi dabei war. Warte, was? Nein, schau, dabei alles in Ordnung. Ja, Trevor Noah ist drinnen und John Oliver, die haben absolut nichts mit YouTube zu tun, außer dass ihre Highlights auf YouTube hochgeladen werden. Marshmallow ist auch dabei. Der Punkt ist, im Rewind wurden die großen YouTuber durch Promis ersetzt, eine Fake Wokeness wird vorgespielt und generell ist das ganze Video einfach zu 100% darauf ausgerichtet, als werbefreundliche Plattform dazustehen und auf die Community wird Rewind war immer das Video, in dem du deine Lieblings-YouTuber mit Challenges oder Memes, die es in dem Jahr halt gegeben hat, gesehen hast. Und über die Zeit ist das einfach wirklich verloren gegangen. Übrigens, 2014 hat Sami Slimani zum Song Happy von Pharrell Williams getanzt. Und ich meine, das hat sogar eine gute Bewertung. Ich wollte es so gesagt haben. So, und warum mache ich das nicht einfach im Video? Dieser wusste ich gar nicht, dass der in dem Rewind mit drin war. Aber eigentlich hast du es schon geschafft, wenn du ins Rewind kommst. Aber die letzten Jahre hast du es eher ganz im Gegenteil geschafft. Wenn du ins Rewind reinkamst, wurdest du ja ausgelacht, dass du damit drin bist, weil das so schlecht bewertet ist. Ich habe dazu gesagt, ja, ich habe den Faden verloren. Ich habe irgendwas über Kerstin Ott oder so gelabert. Ja, zurück zum Video. 85% der Leute stimmen mir zu. Ich glaube, ich darf offiziell sagen, dass das ein Drecks-Rewind war. 2019 haben sie es dann noch einmal versucht, aber dann instant aufgegeben. Kein Mensch braucht diese aufgesetzte Wokeness, wenn es YouTube als Firma sowieso nur um das Cash geht. Die sehen ja nichts anderes. Drum ist zum Beispiel sowas wie PewDiePie vs. T-Series da gar nicht erst drinnen. Wisst ihr, wie groß das Ding damals war? Und dann kommt YouTube auch noch um die Ecke mit diesen dummen Updates, die kein Mensch braucht. Ich meine, vor ein paar Monaten haben sie die Dislikes entfernt, um die Creator zu schützen. Man konnte die Dislikes auf seinem Video auch manuell ausschalten. Warum muss das jetzt jeder machen? Meine Videos haben immer eine gute Bewertung, aber das kann jetzt keiner sehen. Ich will, dass das neue Zuschauer sehen. By the way, danke an alle Leute, die mal Likes. Nee, hat aber schlechte Bewertung. 40 Dislikes. Und gleich kommt ein 41. dazu. Du Opfer. Unterlassen. Ich liebe euch. By the way, falls ihr es nicht wusstet, jedes Mal, wenn ihr ein Kaiser-Video liked, bekommt ihr 1 Milliarde Euro. Der eigentliche Grund, warum ich dieses Video hier mache, ist ein Update, was vor ungefähr einem Monat rausgekommen ist. Es ist so ein bisschen unterm Radar geflogen, aber ich muss eine Sache ganz kurz ansprechen. Manchmal, weißt du, bin ich so auf YouTube unterwegs und ich gebe einen Kaiser. Einfach so meinen eigenen Namen, weil vielleicht hat irgendwer ein Video gegen mich gemacht oder ja, irgendwer hat mich reacted oder so. Ich schaue da immer gern rein. Und letztens bin ich auf ein Video gestoßen, was mich seit Monaten schlaflos hält. Das Video nennt sich Kaiser erzählt Wortspielwitze Nummer 17 ist das. Gönnt euch das bitte. Hallo und auch von mir ein herzlich willkommen. Pass auf. Das haben wir das letzte Mal auch angeguckt, ne? Weil es wurde zu mir auch was erstellt. Und der hat heute wieder eins gemacht mit meinem Gesicht. Und es sieht sass aus. Mir aus Österreich ist der Kaiser unterwegs und
Ja, heute bin ich hier und wir machen heute mal wunderbar schöne Wortspiel, Flachwitze, yeah. Bruder, was ist das? Egal wie sauer du bist, die Nuss sind Saurier. Hier gibt dir das, der Typ hat Christian Solmecke, Marvin und... Hey, Christian Solmecke sieht echt stark aus. ...ein Tanzverbot gemacht. Das sind die Ecken von YouTube, die nicht für menschliche Augen bestimmt sind. Deine Mutter ist sogar in Minecraft rund. Matrix Deepfake, danke für die Albträume. So, jetzt aber free zum eigentlichen Thema. Mach mal keine Witze mehr. Was ist das Schlimmste, was YouTube hier eingeführt hat? Ganz klar, Karl S. Die meisten, die atmen zu flach hier oben in der Brust. Wenn wir tief durchhaben und sagen... Na, es geht natürlich um YouTube Shorts. Okay. Und das hat einen guten Grund, ne? Pass auf. Im Jahr 2020 hat die indische Regierung im gesamten Land eine Sache verboten, die laut der Regierung eine sehr große Gefahr für die Bevölkerung darstellt. Und zwar TikTok. Das war jetzt, by the way, kein Scherz oder so. TikTok ist legit in Indien verboten. Und YouTube dachte sich, Digga, das nutzen wir aus und wir machen einfach genau das Gleiche. Das ist, by the way, original der Grund, warum es YouTube Shorts gibt. Danke, Indien. YouTube Shorts sind nichts anderes als kurze Videos. Ist das nicht auch in China verboten? Indien auch? Es ist in Indien auch verboten? Krass, dann hat TikTok eigentlich gar nicht so viel. Guck mal, allein Indien und China haben, glaube ich, zusammengelegt über ja, oder knapp 3 Milliarden Menschen. TikTok kommt aus China. Ja, bedeutet doch nicht, dass... Ich dachte, es ist auch in China verboten. Hä, ich dachte, TikTok ist auch in China verboten. Kein TikTok für Kinder. China reagiert, reguliert allumfassend. Zwischen 22 und 6 Uhr herrscht Nutzungsverbot bei Kindern. Okay, nee, dann ist es bei TikTok, bei China scheinbar in Ordnung. Videos im Hochformat, die einen... Ich dachte, die hatten da ein... oder das hieß anders irgendwie. Ich dachte, ich habe da vor kurzem erst was angeschaut. Bei Galileo? Irgendwo im Fernsehen, dachte ich, kam das. Ich glaube, in den USA wird darüber geredet, dass verboten werden soll. Okay. Eigenen Algorithmus haben. Und ihr wisst ja, ich bin sowas wie ein Algorithmus-Experte. Ich bin wie einer von diesen Menschen, ja, die in den Nachrichten überwacht, kommen, weil sie die Menschheit warnen müssen. Das Ding ist das. Zu dem Zeitpunkt, wo die Shorts rausgekommen sind, wurde der gesamte Algorithmus auf deinem Kanal gebündelt ausgewertet. Das bedeutet, jedes Video, was du postest, jeden Community-Post und halt auch jedes Short, wird insgesamt gewertet für den ganzen Kanal. Das ist ein Problem. Das Ziel von YouTube war es ja, mit diesen Shorts einfach TikTok zu kopieren. Und die haben einen kranken Algorithmus. Rhythmus. Weißt du, dein 13-jähriger Cousin hat gerade so seine Phase, wo er glaubt, er ist Parkour-Speedrunner und muss jetzt irgendwie Videos dazu hochladen und auf einmal hat das 500.000 Aufrufe. Und wisst ihr, das Ding... Warum rege ich mich überhaupt auf? Ich will auch diese Aufrufe. Mach da mal cool, sag ich mal. Mach mal cool. Also das hätte für mich, also das hätte ich mir auch voll angeguckt. Aber hätte er es auf TikTok so hochgeladen, hätte ich da auch ein Like da gelassen und hätte es auch bei mir irgendwo mit abgespeichert. Hat es funktioniert? Das Problem ist jetzt, jeder, der normale Videos gemacht hat und zusätzlich auch noch Shorts gemacht hat, wurde extrem gepusht. Und natürlich hat dann halt jeder Parkour-Content gemacht. Die haben es dann auch wieder gepatcht, aber halt auch nicht ganz, weil sie wollten ja immer noch, dass die Leute Shorts verwenden. Also es war immer noch OP, aber nicht so Erling Haaland OP, sondern eher so, ja, so Musiala OP, weißt? Vor kurzem gab es aber, wie gesagt, ein sehr gravierendes Update und da schauen wir gleich mal rein. And so we did some data analysis of that. We have some data scientists that looked at channels that were doing long form only and channels that were doing long form and shorts. And we did see that the ones that were doing shorts as well were actually growing faster and had more success. Okay, also Kanäle, die Shorts und lange Videos benutzen, die wachsen schneller und laufen scheinbar besser. Scheiße, Mann, wir müssen Shorts machen, Leute, ganz, ganz schnell. Ich muss direkt Shorts hochladen. Nee, mich fucken Shorts in der Hinsicht allein ab, dass man die auf dem Kanal sieht und es einfach nur hässlich aussieht. Das vermüllt den Kanal einfach. Ich finde, Shorts vermüllen den Kanal. Erstmal, ich mag auch keine TikTok, also ich selber gucke nicht, also ich gucke ab und zu mal bei TikTok rein, aber eher selten. Aber ich selbst mache keine TikToks, weil ich die Produktion für TikToks echt übel ätzend und langweilig und scheiße finde. Und deswegen ist es bei Shorts nicht anders. Ja, also und ich finde, das sieht sauhässlich bei Kanälen aus, wenn...
sieht sauhässisch bei Kanälen aus. Wenn überall da steht, Short-Video hier, Short-Video da und sowas. Das ist echt zum Kotzen. Das ist wirklich zum Kotzen. Das mag halt auch niemand irgendwo. Ja, sag ich mal so. Ja, das wollte ich an der Stelle einfach mal sagen. Ciao, tschüss. YouTube Shorts rausgekommen ist, war es absolut wurscht, was du hochlädst. Hauptsache, du lädst irgendwas hoch mit dem Hashtag Shorts im Titel. Dann hat es Aufrufe gehagelt, noch und nöcher. Irgendwann ist da halt jeder draufgekommen und jeder hat nur noch YouTube Shorts gemacht. Und den ganzen normalen Creatern, den ganzen normalen Videos, wurden halt quasi dadurch die Klicks entzogen. Um das zu kompensieren, hat YouTube einen Masterplan entwickelt. YouTube hat diese Plattform und hat diesen extra Algorithmus von den Shorts komplett abgekapselt. Das hört sich jetzt kompliziert an, aber es ist ganz einfach. And so what we did at that time was say, okay, the algorithm doesn't know how to handle shorts and treat that the right way, so we're going to split off the history for the viewer. So when a viewer goes into the main YouTube, we're going to not pay attention to what shorts they watch because we don't want the algorithm to get the wrong idea. But what that means is, since we did that, there isn't much of a bridge from short to long form. So if a viewer does discover a channel in shorts and then goes back to long form, right now the system doesn't actually know that they discovered that channel because we disconnected it. Warum? Also das heißt, du ziehst die Leute, die du über Shorts ranziehst, ziehst du nicht auf deinen Hauptcontent, sondern die ziehst du nur auf Shorts-Videos, weil das wird nur denen so angezeigt. Geil. Nice. Warum regt mich das jetzt so auf? Weil eigentlich löst das ja irgendwo das Problem, aber eigentlich auch nicht. Der Punkt ist, damals haben YouTube Shorts... Ich weiß nicht, ob das so gut klingt. Ich habe keine Ahnung. So, also ich würde halt maximal wirklich die Short-Videos machen, um Leute auf meinem Haupt-Content zu bringen. Und wenn das denen dann nicht wirklich angezeigt wird, mein Hauptcontent, ist das auch wieder ein bisschen doof. Hast deinen Kanal extrem gepusht. Ist ja auch in Ordnung. Wenn du aber jetzt beides machst, also normale Videos und Shorts, dann wirst du dafür bestraft. Das heißt, du wirst dich für eins von den beiden entscheiden müssen. Das ist ganz einfach und ganz klar der erste Schritt, mit dem sie sagen, yo, YouTube allein reicht uns nicht mehr. YouTube Shorts funktioniert nicht auf YouTube. Deswegen machen wir ein eigenes Ding und wollen ein kleines Mini-TikTok. Ich sehe das aus so vielen Gründen ganz problematisch, weil nicht nur, dass du einfach nur dem Trend hinterherläufst und einfach das kopieren willst, was ein anderer hat, was eh nicht passieren wird. Jeder, der sich TikTok-Content geben will, geht auf TikTok. Und gleichzeitig wird genau das vernachlässigt, was YouTube eigentlich und im Grunde genommen ist, nämlich eine Long-Term-Video-Plattform. Wo soll ich hingehen? Auf Clipfish? Mich würde auf jeden Fall interessieren, was ihr von dem ganzen Ding haltet. Es hat gerade voll Bock gemacht, so drüber sich aufzuregen über YouTube. Ja, okay. Nein, ich finde, das zeichnet ja YouTube aus. Einfach lange Videos, qualitativ bessere Videos. Weißt du, auf TikTok hast du halt ganz, ganz viel. So, ich nehme mal ganz kurz auf und das war's und irgendwelche Memes posten. Aber auf YouTube hast du halt wirklich auch gut recherchierte Videos, gut aufgearbeitete Videos. Weißt du, da ist ein bisschen Qualität dahinter. Und das hast du halt bei TikTok nicht ganz so. Und deswegen, ja. Ich hoffe nicht, dass sich YouTube zum TikTok 2.0 entwickelt. Das muss irgendwie nicht sein, habe ich keinen Bock drauf. Keine Ahnung, lasst mir auf jeden Fall gerne ein Like da, lasst mir gerne ein Abo da. Für die Leute, die es noch nicht gemacht haben, ich bedanke mich fürs Zuschauen und damit bis zum nächsten Mal. Wobei man jetzt, glaube ich, auch auf TikTok 10 Minuten Videos hochladen kann. Ich glaube, das geht sogar mittlerweile auch. Okay, ja. Alter, was? Geisteskranke Bewertungen. Aber gut, dass es mal anspricht, weil ich finde es auch absolut nervig.